Wow. Guten Tag, liebe Freunde von Stona Autobroker in Fort Lauderdale, Florida. Rare Bird, sagt man. Das ist wirklich ein sehr seltener Mustang. Das ist ein 2014er, also das letzte Modelljahr der vorherigen Baureihe. Ford Mustang Shelby GT 500 als Super Snake Cabrio Signature Edition. Davon wurden insgesamt 50 Stück produziert. Hier sehen wir Nummer 37. Passenden schwarz, schwarz, schwarz. Das heißt schwarz außen, verdeckt schwarz, innen schwarz. Auf geschmiedeten Felgen von Shelby. Der Wagen hat neben der Super Snake, neben dem Super Snake Paket auch noch das Whole Shot Paket. Also mit Sales Tax über den Daumen hat der Wagen $140.000 gekostet damals. Und der fröhliche Besitzer hat seitdem 5.400 Meilen draufgesetzt. Also sehr überschaubare Laufleistung. Dieses Fahrzeug ist, wenn ich mich recht erinnere, das lauteste Fahrzeug, das wir je hatten. Und das leistungsstärkste. 920 PS. Mehr als ein Demon. Lauter als ein Demon. Nicht unbedingt schneller als ein Demon. Hier ein kurzer Blick auf den Markt Ihres Vertrauens. Das ist ein Vorbesitzer, Clean Carfax, unfallfrei. Und es wurde unabhängig und erfolgreich vorinspiziert in Texas. Dann hören wir uns mal das Ganze an. Also am liebsten hätte ich jetzt Kopfhörer, muss ich sagen. Ja, da sieht man auch noch mal schön die Super Snake Signature Cobra. Hinten drauf. Spaß. Wir haben mal einen Blick auf die Felgen. Ja, das Ganze ist auch noch ein Cabrio. Das kann, wir suchen für unseren Kunden eigentlich einen 14er, 13er, 14er GT 500 Cabrio in Blau. Und dann sind wir über das hier gestolpert. Natürlich etwas teurer, aber das Cabrio war ihm wichtig. Und also das Fahrzeug ist einzigartig, selten und wow, that's Americanism. Eine Mischung aus Orgasmus in Amerika. Hier die Stitching von Shelby. Gehen wir mal rein. Innen relativ simpel, so wie wir den Wagen ja kennen. Ich mach mal wieder an. Dann können wir sehen 5.282 Meilen. Sehr überschaubar. Zusätzliche Instrumentierung von Shelby. Hier die Nummer, natürlich nur als 6-Gang-Handschalter. Das wurde ja erst unterbrochen in diesem Jahr mit dem neuen GT 500, der auch nicht von Shelby gebaut wird, der wird von Ford gebaut. Also das Ding wird von Shelby gebaut, das heißt man kaufte damals einen GT 500 und verbrachte den nach Las Vegas zu Shelby und die haben sich dann der Sache angenommen. Das sind Auftragsarbeiten. Hier noch die Unterschrift von Carroll Shelby, der hier schon verstorben ist. Fahrzeug kommt mit Mendavi Shaker Sound System, Electronics Paket, 2-Zonen Klimaautomatik. Müsste der auch haben. Oh, Alcantara Lenkrad. Ist also alles da. Und das macht schon gewaltig Spaß. Jetzt schauen wir uns mal wirklich mal das Herz des Ganzen an. Dazu machen wir den aus. Ansonsten können wir nichts hören. Unten sieht man jetzt hier den Original Shelby Motor von damals und obendrauf ein Cannibal 3,6 Liter Supercharger, der hier früher verbaut wurde. Hier nochmal die Shelby Nummer drauf und der ist
Wasser gekühlt oder liquidcooled. Und das sind, glaube ich, zwei separate Ölkühler. Ich weiß wirklich nicht, denn das ist auch eine eigene Motorhaube für das Fahrzeug. Und das kennen wir ja hier, die aggressive Front vom 13er, 14er GT 500, die 10er Scheinwerfer, hier nochmal die Cobra und da auch nochmal Super Snake und auch ein Carbon-Frontspoiler. Gewaltig. Ganz gewaltig. Den würde ich gerne mal in Deutschland fahren. Und der wird auch bald gefahren werden. Unser Kunde kann über unseren Umrisspartner in Deutschland eine Genehmigung bekommen, also TÜV und Homologation. Wir, das Team von Schoner Autobrokers, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen in Ihrem 2014er Ford Mustang Shelby GT 500 Super Snake Signature Edition Cabrio in Triple Black und 5400 Meilen oder 5200 Meilen. Allzeit gute Fahrt. Wir befinden uns hier schon bei unserem deutschen Speditionspartner, bewegen das Fahrzeug nun zur Verladerampe und dort wird es dann professionell im Container verpackt und geht dann auf seine Reise nach Bremerhaven. In Bremerhaven übernimmt dann unser Umrisspartner, kümmert sich dort um die Homologation, die Briefe etc. Kann mich nicht hören. Vielen Dank und auf Wiederhören.